Ach ja, der Moment, in dem sich Fraps weigert, weiter aufzunehmen. Egal, weiter geht es jetzt hier. Feder ist behoben. Und dann wollen wir doch mal den Rest auch auf die Höhe bringen. Am besten auf die Höhe von Managern. Wie viele Manager haben wir mittlerweile? Ja, ja, Beförderungsmodus. Blablabla. Wir haben kaum noch Wasser. Beziehungsweise eigentlich zu wenig. Und damit haben wir wieder plus 3. Du lässt mich in der Sache nicht hängen. Sowas würdest du doch nie tun, oder? Niemals. Niemals würde ich sowas tun. Okay, wieso können wir die kleinen Häuser aufsteigen lassen, die großen aber nicht? Ich will eigentlich die großen aufsteigen. Ach, weil die kleinen natürlich noch Stufe 1 sind. Die hier sind schon Stufe 2, meine ich. Oder? Hab nicht erwartet, dass jemand vom Management hier auf... Das sind... Muss ich nicht ganz verstehen, aber gut. Gut, dann eben die hier alle aufstellen lassen. Gut, waren... Ach, weil es nur zwei waren. Gut, okay. Oh, willkommen. Ich glaube, die hat uns nicht erwartet. Bin ich mir ziemlich sicher. Hier aus. Wasser ist in Ordnung. Reis. Oder Biokost. Was auch immer sein soll. Sieht ein bisschen mager aus. Gute Arbeit. Das freut mich ja doch zu hören. Gut, dass Sie da sind. Ich habe einen Job für Sie. Ja, das kriegen wir doch auch relativ schnell. Wir nehmen den ganzen Tag auf. Die Legierung haben wir ja. ...3500... ...Manager haben wir momentan. 5000 brauchen wir. Die Insel hier könnte doch etwas knapp werden. Willkommen. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Momentan ja. Noch ein paar hin. Okay. Ein paar ist vielleicht übertrieben. Eins. Ein kleines Häuschen. Ich wage zu bezweifeln, dass wir da ganz außen... Nein, natürlich funktioniert es wieder nicht. Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Sind unterwegs. Haben wir die jetzt schon? Ach, Container nehmen, so. Und ab geht's. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir hier noch irgendwas aus der Siedlung rauskriegen können. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, woanders. Echt, können. Kommen immer noch Informationen hin? Erstaunlich. Sehr, sehr erstaunlich, aber gut. Ja, darauf habe ich gewartet. Haben zu wenig Biokost. Ich denke die ganze Zeit, das ist Reis.
Damit sind wir da auch wieder im Plus. Sie haben brauchbare Arbeit geleistet. Das ist doch schön zu hören. Willkommen. Ich habe einen Auftrag. Oh, verdammt. Ja. Das ist natürlich suboptimal. Da kommen wir jetzt nicht weiter. Ich werde hier nochmal probieren, ein, zwei Häuser hinzusetzen. Aber auch das scheint eher vergebene Liebesmüh zu sein. Kriegen wir nicht mehr so viele hin. So. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich die nächste Insel besiedeln. Volle Kraft voraus. Vorher wird das ja wohl nichts. Denn Bauroboter müssen wir noch wesentlich mehr herstellen. Okay, das Haus setzen wir nochmal um. Das sieht doch insgesamt ganz hervorragend aus. Habe ich mir doch gedacht. Da oben kriegen jetzt nämlich schon keine Informationen mehr. Entschuldigung. Sie sind wahrscheinlich höherem Komfort gewohnt. Naja. Das ist alles noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Beförderung war wieder nicht möglich. Das sieht ganz danach aus, als ob wir jetzt tatsächlich auf die nächste Insel rüber müssten. Schade. Fällt mir hier unten einfach noch nicht so. Ne, das funktioniert auch nicht.
Okay. Dann. Gebiet beansprucht. Der Papierkram ist erledigt. Sie gehört ihm. Gleich mal ein bisschen Kohle auf den Kopf hauen. Jawohl. Keine halben Sachen. Hier drüben werde ich jetzt nur noch mit den Großen bauen, solange es ja nicht anders möglich ist. Und das wäre es auf jeden Fall soweit mit meinen Biopolymeren. Die Firmenaktien steigen. Ganz wunderbar. Ganz wunderbar. Was möchte man denn mehr? Jetzt gerade einmal abwarten. Oder finden wir hier irgendwo noch... Ich würde jetzt ganz gerne ein paar Biopolymere finden. Sieht aber auch eher schlecht aus. Schade drum. Was aber jetzt hundertprozentig... Ja, damit habe ich gerechnet. Als erstes bauen wir die hier drüben mal ein bisschen aus. Du bist nicht mehr im Plan. Was sagt das Wasser jetzt? Null. Okay, die sind alle schon ausgebaut. Den haben wir ja auch noch, glaube ich. Ne, das war... Das war, was war das denn nochmal? Algenfarm, genau. Die Algenfarm. Kennt man ja. Ach, da. Also hier drüben werde ich auf jeden Fall, sollte da jetzt noch eine Zivilisationsstufe kommen, nach Manager, nicht mehr weiter befördern. Aber hier drüben, ja, ich denke mir, hier werden wir eine große Metropole draus machen. Das wird schon laufen. Wunderbar. Was brauchen wir nochmal für die Robotermontage? 5 und 5. Das erzeugt hier 5. Das erzeugt ebenfalls 5. Aber wir hätten die. Hätten wir die nicht auch noch erweitern? Ach, verdammte Tat, wir hätten die erweitern können. Logistiknetzwerk überlastet. Ja, egal, egal, egal. Dann mache ich das Ding hier erstmal wieder weg. Und dafür setzen wir dann. Na komm. Hier einfach nur ein Logistik-Netzwerk hin. Oder können wir das noch weiter nach hinten setzen? Ja, dann setze ich es nämlich dahin. Wunderbar. Ganz wunderbar. Kann man das hier auch erweitern? Nein. Schade drum. Ansonsten, was sagen die hier? Ja. Wir hätten hier natürlich erweitern können, ich Trottel. Komme ich natürlich jetzt erst drauf.
10. 10. Das heißt, wir können zwei weitere bauen oder wir könnten hier mal... Nein, nein, viel zu groß. Viel zu groß. Schade drum. Klar, lass dir Zeit. Ich wollte mich nur erkundigen, wie es läuft. Schön. 30. 35 natürlich. Wie soll das auch anders sein? Das heißt, wir brauchen diese Städte hier drüben trotzdem. Ja, die Arbeitskräfte gehen uns auf jeden Fall nicht so schnell aus. Hier drüben. So. Das ist jetzt natürlich nur vorübergehend. Lange Spielzeit registriert. Ja, entspann dich. Zwei Stunden ist immer easy. Zwei Stunden ist easy drin. Okay. Jetzt sind wir aber auch schon wieder... Stufe 12 sind wir schon. Nächste Stufe bei 14.692 Angestellten. Was wollen wir mehr? Jetzt sind wir schon wieder bei minus 5 Energie, verdammt. So. Biokost, Wasser ist gut, Polymere, es ist auf Null. Das läuft auch, das läuft auch. Ja, alles was wir brauchen, haben wir. Das müssen wir jetzt 9 Minuten durchhalten. Gut, dann wollen wir hier drüben nochmal... Beförderungskeule schwingen. Ah, mir fehlen die Biopolymere mal wieder. Darüber in Kenntnis setzen sollen. Ich ah, wir haben nicht mehr genügend. Verdammt, die brauchen jetzt Neuroimplantate. Wie viele denn? Minus 12. Die Firmenmarken werden immer beliebter. Verdammt, und wir haben auch wieder minus 80. Warnung. Energiebedarf zu hoch. Gegenmaßnahmen empfohlen. Ja, entspann dich. Ah, was machen wir denn da? Ich setze hier einfach mal ein Gezeitenkraftwerk hin. Nee, ach scheiße, da kommen wir jetzt gerade gar nicht hin. Dann eben da drüben. Easy. Das können wir jederzeit wieder abreißen. So. So viel zum zu hohen Energiebedarf.
So einen wichtigen Gast hatte ich schon lange nicht mehr. Verjüngungskuren haben wir auch nicht mehr genügend. Vitamindrinks auch nicht. Mann. Ja, war es andersrum doch richtig, verdammt. Dann eben das eine Ding da weg. Dafür dann. Wobei, reicht das jetzt nicht schon? 00, ja, passt. Und jetzt brauchen wir wieder Verjüngungskuren. Verjüngungskuren. Dafür brauchen wir Algen. Die wir hier wieder nicht hinsetzen können. Das ist ja schon wieder lustig. Wobei, haben wir davon nicht eigentlich sowieso schon genug? Algen, ja. Einfach nur ein paar. Acht? Davon. Ja, doch, haben wir sogar. Eins davon können wir hier hinsetzen. Ach, sogar da. Das würde sogar dahin passen, aber dann hätten wir, glaube ich, wieder hinter das Problem, dass wir die Straße da runter nicht setzen können zu dem Küstenbauplatz hier. Wobei doch, das können wir ja später wieder hier rüberziehen und dann klappt das alles. So, wir haben jetzt 14. Brauchen aber 16, wenn ich das noch. Mal schauen. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, das heißt, wir brauchen doch einen Algenbauplatz. Ach, egal, setz ich einfach hier hin. Das Ding. Kommt jetzt einfach mal hier rüber. Ist doch vollkommen egal. Kann ich das hier nämlich auch gleich wieder woanders hinstellen. Gleichzeitig kann ich das hier dann mindestens um 2 erweitern. Und damit hätten wir 26. Immer noch 6 Algen drüber. Okay. Oder hätten wir das hier ausbauen? Nee, das hätten wir nicht mehr weiter ausbauen können. Nicht, dass mir das wieder erst zu spät einfällt. Verjüngungskuren. Und dann sind wir da auch wieder im positiven Bereich.
Ganz wunderbar. Okay. Gut, dann lasse ich hier noch ein paar Leute aufsteigen. Hier oben. Ah, jetzt brauchen die da oben nämlich auch wieder Sicherheit. Super. Ach, verdammt. Dann eben anders. Damit haben wir wieder zu wenig Wasser. Wie lange geht das hier jetzt noch? Eine Minute 25. Wie viel Stufe ist das jetzt? Schritt 4 von 5. Schon wieder ein Wasser zu wenig. Ach, nein. Was mache ich denn da? Nein. Was soll der Mist? Ich will das hier erweitern. Aha. Entweder spinnt mein Tracking-Tool oder du bist immer... Bla, bla, bla. Lass mich in Ruhe. Ausreichend. Ich habe keinen Anlass für Beschwerden. Ja, Neuroimplantate. Da muss ich gleich wieder in die Arktis rüber. Oh. Die Welt wartet nicht darauf, dass du sie veränderst. Triff deine Wahl und bewirke etwas damit. Sie verschwenden keine Zeit. Das mag ich. Ich bin heute im Homeoffice und ich habe einen Job für Sie. Mein Gott, die labern einen hier aber auch echt zu. Okay, Schritt 5 von 5. Wo ist denn mein Schiff? Also, sind Sie mit dem Projekt am Ende? Ach, hier drüben, oder nicht? Ja. So, dann letzter Schritt. Baubots draufladen und ab zu... Haben Sie Ihren Auftrag schon erledigt? Maitians. Volle Kraft voraus. Im Gange. Nein. Bleibt bald nur noch der dritte Staudamm übrig. Kann ich Ihnen etwas holen? Dürfte ich Ihren Hut haben, Sir? Wir werden die Firma sein, die das Sonnensystem erobert. Ja, das werde ich doch wohl hoffen. Okay, so, dann sind wir da oben jetzt eigentlich auch schon soweit. Der zweite Damm ist fertig. Yay! Ich muss sagen, Sie treiben unser Projekt voran. Na, aber Sie... Was das Ding hier angeht, es produziert zu viel Strom, als dass ich es einfach abstellen könnte. Aber das hier drüben kann ich jetzt abstellen. Und das hier kann ich abstellen.
Wunderbar. Und damit würde ich jetzt fast sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann in der Arktis wieder weitergeht, damit wir Neuroimplantate herstellen können, beziehungsweise mehr Neuroimplantate. Bis dahin.